Vor dem Heilbuttfang steht natürlich der Köderfang. Es gibt da eine ganz tolle und fängische Methode hier. Pilger, obendran ein paar Beifänger und dann bekommen wir ruckzuck unsere Köderfische fürs Naturköderangeln. Während die anderen hier auf dem Boot schon mal kräftig die Köder hochholen, bereite ich die Montagen vor.
Anfang ist echt hart gelaufen, aber Halbmut angeln ist einfach bis zum Schluss durchhalten und an die Sache glauben. Eigentlich ist jetzt 5 Minuten vor Abflug. Später müssen wir ins Camp, da kommt der Fisch. Das ist Heinz sein erster Butt. Deswegen werden wir den Fisch entnehmen, der soll gegessen werden. Jetzt gucken wir mal, ob die Landung glückt. Heinz, da ist er! Juhu! Eine Woche! Geil, Affen, geil! Eine Woche Hartekampf! Eine Woche gekämpft! Und dank unserem guten Geld haben wir endlich nach langer harter Arbeit, haben wir endlich so ein Tier gefangen. Neuer Spot, neues Glück und schon ist der Stecken wieder krumm. Fisch sieht gut aus, steht gut drin, wieder ganz vorsichtiger Biss. Sind mal gespannt. So, da ist das Ding, Jungs. Der hat jetzt richtig Gewicht. Wahnsinnsfisch für Frido. Wahnsinnsfight. Ich habe gedacht, der bricht mir den Unterarm beim Gaffen. Aber wie gesagt, so sieht ein glücklicher Fänger aus. Das ist doch ein Brett hier, oder?
Und das am letzten Tag, letzte Ausfahrt, Nieselregen. Die ganzen anderen Angler hocken im Camp, packen schon ihre Koffer für den Flughafen. Wir sind nochmal raus, haben was probiert. Und da ist die Röhre. Wahnsinn. Wahnsinn.